still noch da? Ja, ich bin da. Okay. Alter. Schau mal laut, ey. Unten sind die ältesten und oben sind die neuesten Serien. Ja, okay. Ja? Und ihr schreibt mir jetzt, wann ihr glaubt, es geht immer darum, wann die erste Folge rausgekommen ist. Ja? Wann die erste deutsche Folge rausgekommen ist, also auf Deutsch. Von Family Guy jetzt. Von Family Guy, also nicht die Original-Audio, sag ich mal, mit USA oder englischen, ja. englischer Sprache, sondern genau wann die erste deutsche Folge rauskommt. Also ich habe hier immer die perfekt genauen Daten. Schreib mir einfach ein genaues Datum, irgendwas. Oh, halt mein Kabel hier ist privat. Till privat, damit halt die anderen deine Antwort nicht sehen. Wir jetzt anfangen, oder was? Genau, also genau. Oh, ein genaues Datum, okay. Oh. Genau, ja. Also es ist halt erstmal so eine Schätzfrage jetzt. Okay, so. Naja, also wir haben Antworten einmal den 8.9.98. Was? Von Jonas. 98, so alt. Dann von Nils haben wir 20.05.2004. Oh, what? Und von Till haben wir 1.1.2010. Und. Was? Till? Es gibt 17 Staffeln von Family Guy oder so, ne? Und die Antwort haben wir hier, 17.08.2002. Das heißt. Oh. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. Oh ne. Jetzt musst du anfangen. Dann, das genau, dann einfach, fängt Nils an. Hatte. Nils an. Dann komme ich. Dann kommt Jonas. Dann muss ich hier einmal die Namen umändern. Aber wann war in Till ist dann der Dritte, so. Im Vergleich. Weißt du? Boah, Junge, ey, nee, weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Ah, oh, okay. Keine Ahnung. Vorher. Muss ich hier. Ja, vorher auf jeden Fall, klar. Ja, also vorher. Ich habe auf jeden Fall geguckt, es war immer nicht viel vorher. Es war nur so ein Monat maximal. Wobei, das wäre ja dumm, wenn ich das jetzt spoiler, ne? Weiß okay. Nämlich noch, wann so eine andere Serie, die man da vielleicht auch noch nehmen könnte, erschienen ist und die ist in einem ähnlichen Stil. Ja, okay, ich würde dann anfangen, ne? Weil ja, also bei drei Leuten ist dann so dann einfach die Reihenfolge, wer am nächsten dran ist. Also ich habe dir ja schon da reingeschrieben, Nils, Jonas, Till. Dann setze ich mal Rick and Morty auf die 4. Ne, Moment, das war andersrum, ne? Neues oben, ja. Ja doch, neues oben, doch, dann auf richtig. Die 4. Ja, doch. Ja, neues oben, genau. Rick and Morty. Also, ja, genau. Auf die 3 kanonisch. Ja, das ist, ich habe ja die Zwischenlücken hier. Warte mal, Rick and Morty da, das kommt raus. So, dann ist Jonas dran. Können gerne, wenn das zu lange dauert, bei den nächsten beiden auch von mir aus nur 2 Leben machen. Oder ihr könnt euch jetzt auch noch entscheiden, wollt ihr 2 oder 3 Leben haben? Ey, mach doch mal auf zu reden. Okay. King of Queens kommt, glaube ich, unter Family Guy. Also mich würde es krass wundern, wenn es nicht so wäre. Ja. King of Queens. Unter Family Guy. Ja, das stimmt. Das kann man so unterschreiben. Okay, ich setze The Walking Dead auf die 4. Walking Dead auf die 4. Ja, das ist auch richtig. Da muss ich aber erstmal hier verschieben. So. So. Ja, bis jetzt noch sehr einfach. Game of Thrones auf die 4. Oh, ich muss immer gucken, das ist voll verwirrend. Game of Thrones auf die 4. Das heißt, zwischen Family Guy und Walking Dead. Ja. Das ist... Falsch. Falsch. Kriegst du schon mal Leben weg. Und Jonas Thrones ist noch nicht älter als Walking Dead? Da los, Nils, ich dachte, du hast was gesuchtet. Hab ich auch, aber nicht seit der ersten Staffel. Über noch Rick und Morty. Nochmal, wie bitte? Hast du jetzt über Rick Morty? Stranger Things noch über Rick Morty. Stranger Things über Rick Morty. Jawohl. So, damit ist Till wieder dran. Ja, jetzt wird's nicht ganz einfach. Dann setz ich, Ja, wird auch immer schwerer. Je mehr einsortiert wird, desto mehr Möglichkeiten habt ihr, wo die rein können, ne? Ja, ich glaube, Game of Thrones gibt's ja schon länger als 2014, also setz ich das auf die 3. Game of Thrones auf die 3. Das ist korrekt. Da muss ich trotzdem erstmal wieder verschieben. So. Dann Big Bang Theory auf die 5. Big Bang Theory auf die 5. Warte mal, wo ist die 5? Da ist die 5. Das stimmt. Muss ich wieder ein bisschen verschieben. How I Met Your Mother auf die 6. How I Met Your Mother auf die 6. Das ist auch richtig. Bisschen nach unten verschieben hier.
Ich würde es mal versuchen mit Breaking Bad auf 4 oder 5. Ich setze mal auf die 5. Auf die 5. Achso. Ah, jetzt gucken. Wahrscheinlich. Alter, das kann man mit Your Mother ist richtig. So spät raus. Das ist richtig. Till hat gepunktet. Aber knapp, schon das gleiche Jahr jetzt. So, damit ist Hannes dran. Das passt aber nicht, ne, was du da gemacht hast. Also bei mir steht halt vierte. Ah ne, oben ist neu. Und warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, warte, ja stimmt, dann ja. Warte, Big Bang Theory, Moment. Oh, du hast recht. Es tut mir leid. Oh, Till, dann, okay, dann habe ich jetzt leicht gefailt. Ja, aber kannst du es stehen lassen. Kannst du es dann trotzdem stehen lassen, weil... Was? Aber so ist doch, aber so ist ja gerade falsch rum. Der muss es halt nur tauschen, aber Breaking Bad kann ja nicht neu einsortiert werden. Du hast das Datum ja vorgegeben. Ja, aber dann hat Till trotzdem verkackt, weil es ja eigentlich falsch einsortiert war. Ja, dann habe ich hier, meine Lösung ist hier falsch rum. Das tut mir leid, Till. Hast dich jetzt erst gefreut, aber... Ja. Aber ich bin... ich muss zugeben, ich bin froh, dass er Breaking Bad und nicht South Park genommen hat. Das South Park finde ich einfacher. Jetzt muss ich hier erstmal... Die Lösung... Aber da habe ich in der Lösung einen Dreher gehabt. Das ist natürlich belastend. Aber also so South Park und so, ich finde, das sind immer so Serien, die hast du schon mal gesehen. Aber auch schon 100 Mal. Aber seit wann gibt's die halt, ne? Weil du guckst immer mal so zwischendurch eine Folge. Ja, ich bin dran, oder? Ja, Nils, du bist dran, das stimmt. Ja, dann würde ich South Park tatsächlich noch unter King of Queens setzen. Unter King of Queens, ja natürlich, wo auch sonst, ne? Das ist absolut korrekt. So, jetzt sind alle aufgebraucht, so gesehen, Till. Nur für dich zur Info. 99, Alter. Jetzt kommen, jetzt nehme ich halt irgendwelche random, die mir gerade so einfallen. Und die muss dann der Wert so lange einsortiert, bis... Oh, Junge. Bis irgendwer es richtig macht. Alter. Ja. Okay, davon habe ich, glaube ich, in meinem Leben eine Folge gesehen oder so. Ich habe davon, glaube ich, in meinem Leben noch keine ganze Folge gesehen, von daher. Okay, tschüss. Ganz weiß ich auch nicht, aber irgendwie mal so ein Teil. Ja. Tja. Belastend. Ja. Oder so bist dran. Aber du hast ja noch alle drei Leben. Scheiße, ich hab ja drei Leben. Ach nein. So, Till, jetzt für dich zur Info, kommen die einfach in die Lücken. Aber egal, wo die jetzt in irgendeine Lücke, wo die jetzt ja irgendwo einsortiert wird, die Serie, es könnten trotzdem noch dazwischen die nächsten einsortiert werden können. So, weißt du? Also, es muss nicht heißen, dass dann dazwischen nichts mehr gibt. Jeder Zwischenraum ist möglich. Also, das gibt's auch schon lange. Ich schätze mal auf der 7 irgendwo. Auf der 7. Eine große Lücke. Ja, der hätte ich auch hingeknallt. Der hätte ich auch hingepackt. Das ist richtig. Oh, das ist jetzt ein bisschen falsch formuliert. Der falsche Font, ey, sie aus Wikipedia rauskopiert wurde. Nee. So, auf jeden Fall, dann geht's weiter mit House of Cards. Oh. Ui. Es ist nicht aktualisiert. Meine Lampe macht hier dauernd einen Abgang. Aus der Karte. Hab ich leider nie geguckt. Ich hab die erste Folge geguckt. Hab's gesehen. War eigentlich geil, aber irgendwie hab ich dann irgendwas anderes in der Zeit voll aus den Augen verloren. Ja, ich setze es einfach mal auf die 2 und hoffe, dass es schon so alt ist. Auf die 2. Boah, Till, ey, unglaublich. Das ist korrekt. Boah. Ey, Junge, ich hab nur 4 vorbereitet, 4 Serien, falls ihr Überlänge habt. Muss ich gleich. Wir haben 3 Leben. Alter. Ich hab Überlänge. Modern Family. Ey, das ist so geil, die Serie. Oh, von wann ist die? Die ist auch schon uralt, oder nicht? Ist die echt gut, Nils? Die ist echt gut. Also ich kann die auch empfehlen. Die ist ganz nice. Witzig. Also ich habe die Alex dann empfohlen und Torben und all und die haben die alle durchgesuchtet. Also ja, nicht also zum Ende, aber schon. Ich sagen, bin oder? Jetzt gerade durchsucht. Ich gucke immer so, keine Ahnung, in der Woche mal ein paar Folgen. Ja, also irgendwie in letzter Zeit habe ich nicht mehr so viel geguckt, aber früher, Alter. So viel. Aber wenn die rausgekommen ist, also, frag mich nicht. Gleich googelt Mockliste mit Serien. Pack die mal auf die... Ihr müsst mal falsch machen. Oh, das, ja, ich hab doch schon einmal falsch. Ja, Jonas oder so. Auf die 6. What? So, Alter. Auf die 6. Das ist leider falsch. Ich hätte übel viele Folgen, aber ich weiß halt nicht, von wann die ist. Also ich muss... Also jetzt sehen, kannst du... Jetzt sag mal bitte lieber zwischen 2 Serien, weil zwischen zum Beispiel hier zwischen oder hier zwischen oder hier oben. Ist halt schwierig zu sagen. Also es kann auch noch sein, dass dazwischen die kommt, ne? Ja, ja.
zwischen überall, Morty überall. Und also auch gehen. Ja, nur weil hier Lücken sind also, und hier nicht, das heißt überhaupt nichts. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht eine Minute Modern Family, glaube ich, gesehen bisher. Von daher, das ist natürlich ein bisschen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie viele Folgen es da gibt, wie viele Staffeln es da geben könnte. Pack das mal Game of Thrones und The Walking Dead. Keine Ahnung. Also, okay. Das ist... falsch. Boah, der hätte ich so hingepackt, scheiße. Müsst ihr euch halt so die Lücken merken, wo es halt nicht hingehört, so, ne? Das dann pack's mal zwischen... Oh, ist ja noch eine große Lücke. Ja, keine Ahnung, dann pack's zwischen Big Bang und Walking Dead. Big Bang und Walking Dead. Das ist aber nicht so eine große Lücke. Ja, Junge, die sind alle nicht groß. Aber ist leider falsch. Wo hat er die hingepackt? Zwischen Big Bang und Breaking. Boah. Nein, stimmt nicht. Nein, da drüber. Er hat es auf die 4 gepackt. Achso, ja, ist auch falsch, sorry. Ja. Dann zwischen Game of Thrones und House of Cards. Was? Game of Thrones und House of Cards, hast du gesagt? Ja. Okay, das ist korrekt. Ei. Krass. Doch schon so neu, in Anführungszeichen. Ich dachte, die ist älter. Doch schon so neu. Ja, ich dachte echt, die wäre älter. Ah ja, Till, und ich brauche wahrscheinlich nicht anmerken, dass irgendwelche Hilfsmittel Google und so verboten sind. Echt? Ja, nur so als Tipp. So die ganze Zeit so gegoogelt einfach. Aber alles falsch. Nee, ja, der wäre peinlich, wenn ich dann noch ein Herz hätte. So hier. Ja, so ausdrücklich. Ja, wer ist denn dran? Davon gibt es doch auch so viele Folgen. Ich bin dran. Ja. Alter, zwischen Dr. House und Family Guy. Meine Schwester und meine Mutter gucken die Scheiße. Dr. House. Das könnte so ein 2003er sein. Das ist eine gute Lücke. Könnte so ein 2003er sein. Davon gibt's doch auch 18 Staffeln oder so? Also, was hast du nochmal gesagt, Jonas? Sorry? Family Guy? Dr. House und Family Guy. Das ist richtig. Junge, ist ja lächerlich. Von 2003 ist. Ich habe tatsächlich eine Folge Grey's Anatomy gesehen. Nee, ist von 2006. Ich habe gar keine gesehen. So, auf jeden Fall sind das jetzt meine, die ich vorbereitet habe. Jetzt muss ich erstmal so auf der IMDb-Liste gucken, was für Serien mir noch so lustige Story zu der ersten Grey's Anatomy-Folge. Die habe ich mal, da waren wir, sind wir mit ein paar Freunden in Urlaub gefahren. Und ich habe auch keine Ahnung, was ihr kennen könntet und was wir nicht. Waren halt zu sechs, sind mit zwei Autos gefahren und dann sind zwei... Bei mir im Auto waren halt zwei Mädels und dann standen wir im Stau und dann haben die halt angefangen Grey's Anatomy zu gucken und dann habe ich die erste Folge quasi, weil ich im Stau stand, mitgeguckt. Danach muss ich dann wieder fahren. Ja, ist halt, ich finde Grey's Anatomy, also so die erste Folge war halt wie eine klassische Arztserie, ne? So. Ja, Arztserien sind aber entweder so oder so. Also Scrubs, ja, aber so ein bisschen wie Scrubs komplett halt anders. Lustig. Ja, what the fuck? Das macht Scrubs doch aus. Ja, eben. Den Humor, der ist halt geil bei Scrubs. Ja, ist auch so. Scrubs, okay, so als nächstes. Als nächstes sortiert ihr bitte Scrubs ein. Nee, wo haben wir. Boah, Alter, die ist auch. Nee, du kriegst jetzt das hier. Wer auch immer drin ist. Till ist dran. Die Jonas mir empfohlen hat. Ja, die ist geil. Die müsst ihr, wenn ihr die nicht gesehen habt, gucken, müsst ihr die gucken, Alter. Das ist mega witzig. Ja, aber ich muss gerade nochmal überlegen, wo ich hier. Ich glaube, ich die erste Folge geguckt. Wo ich drauf geklickt habe, damit ich das. So raten, ne? Ah, hier, ah. Ich habe sogar eine Idee. Es ist auch so eine Sitcom, geht's um. Ja, das ist halt ein Polizeirevier. Also das 99. Polizeirevier. Ding, nein. Kann ja auch nicht sagen, ob das alt oder neu ist, aber ich glaube, das ist noch nicht so alt. Deswegen, ich sag einfach mal, also Platz 1 zwischen Stranger Things und Rick and Morty. Warte, ich muss hier erstmal. Meine eigene Lösung aufschreiben. So. Stranger das Things, das ist wo gar hast nicht du so gesagt? Schlecht. Stranger Things. Ich kann das nicht aussprechen. Ja. Also, und Rick and Morty. Okay, das ist richtig. Oh, ja. Wow. Ey, Mann, Alter. Und die nächste Serie raus. Ihr wollt mich verarschen, Alter. Oh, Mann. Oh, was kann man denn noch so? Sag mir mal, warte mal, ich öffne einfach mal kurz Netflix und gucke, was mir gerade so ist, was so ins Auge springt. Jetzt nimmt da irgendwas. Was haben wir denn hier so? Boah, Alter, warte mal, gibt's das, kann man das hier machen? Wer ist denn dran überhaupt? Ich bin dran. Nils, ja. Warte, gibt's das hier? Das ist Schweres, was noch nie einer gehört hat. Bitte. Ja, kann man da richtig gut einordnen, so wenn man gar nicht. So GZSZ oder so. Ah, ja.
Ich weiß, was Nils kriegt. Da habe ich Bock drauf. Du riechst Drogen im Visier. Was ist das denn? In was? Junge, kennst du doch. Ja, kenne ich, aber das schöne Doku-Reihe. Doku-Reihe. Hallo. Fuck, Mann. Das muss ja auch mal schwieriger werden jetzt. Ja, es muss auch mal schwieriger werden. Ja, aber hab ich überhaupt keine Vorstellung. Nicht? Okay, wenn... Okay. Kennen die anderen das? Wenn die keiner das kennt, das, dann... Das Ding ist halt... Dann nehme ich was anderes. Das Ding ist halt, meinst du das im Fernsehen oder das von Netflix? Nö, das erste deutsche Erscheinungsdatum. Genau, es lief bestimmt mal im Fernsehen. Ja, meinst du diese Doku-Reihe? Die wir ja, auch öfter mal geguckt haben? Genau. Das ist das. What the fuck, Alter. Ist ja so gesehen auch eine Serie. Gibt ja mehrere Staffeln und Folgen davon. Das ist doch jetzt schon mein Nemesis, Alter. Das kann 30 Jahre alt sein, theoretisch. Also so alt wird es, glaube ich, nicht sein, aber... Boah, ey. Vorteil ist ja bald immer noch zwei Leben, ne? Drogen. Kannst du bitte das in im Visier wenigstens ändern? Drogen in Visier. Warte, ich bin gerade auf einem anderen Tab. So, was? Oh, da steht echt in. So. Ja, ich pack's einfach zwischen Walking Dead. Warte, ist Visier so überhaupt geschrieben? Nein. Visier hast du auch falsch geschrieben, oder? Ja, mit IE, glaube ich. Ne? GG. Oh, war zu viel? So. So, was, nee. was antworten Sie denn jetzt? Dingens? Entweder zwischen Game of Thrones und Walking Dead oder Walking Dead und Big Bang Theory. Aber na, hier auf die 4. Auf die 4. Auf die 4 sagt er. Hast du nicht eben noch da drüber das? Ja, ich hab ja gesagt, entweder Game of Thrones, Walking Dead oder halt da drunter. Das ist ja schon lächerlich, das weil das stimmt sogar, Alter, WTF. Was? Irgendwie kann, als ob du das weißt, Alter, willst du mich verarschen? Wahrscheinlich weiß ich das, oder? Wie kannst du, Junge, ey, ja, Junge, Schare lackt immer so richtig hart rein, das kann überhaupt nicht sein. Die anderen haben auch hart reingelackt. So, okay, warte, ich hab hier das nächste schon gefunden. Und zwar, warte mal. So, du kriegst jetzt das hier, wer auch immer dran ist. Oh, oh, auch eine geile Serie. Ja. Also die erste Staffel, der Rest ist Müll. Der Rest ist eine geile Serie. Auch nie eine das Folge von gesehen. Keine Ahnung, wie viele Staffeln es gibt. Keine Ahnung, wie viele Staffeln glaub, eine Folge oder hat. Vier, oder? Ach nee, es gibt jetzt noch eine neue. Zwischen Rick and Morty und House of Cards. Zwischen Rick and Morty. Oder wo sind Rick and Morty überhaupt? Und House of Direkt Cards. Direkt darüber. Warte mal, habe ich überhaupt die richtigen? Ich weiß nicht, ob du die richtigen doch. Hast. Ja doch, nee. Ist leider falsch. Damit kriegt Till das jetzt. Moment. So. Also er ist eingeordnet? Zwischen Rick und Morty und House of Cards hat er es eingeordnet. Und ich ordne es eins tiefer ein. Zwischen House of Cards und Modern Family. Das hätte ich dann halt auch gemacht. Damit ist Till der Erste, der drei leider raus ist. Oh. Tut mir leid. Aber Nils muss jetzt richtig machen, sonst hat irgendwas gewonnen. Dann packe ich es zwischen Game of Thrones und Walking Dead. Da ist die Lücke größer. Game of Thrones und Walking Dead. Das ist leider auch falsch. Oh. Da machst du nichts. Die Antoort ist, es würde... Wahrscheinlich noch älter, oder? Na, wahrscheinlich neuer dann. Die ist sehr, sehr... Nee, älter. What? Ja, noch älter. Die kommt hier hin. 2007. Scheiße. So. Damit geht die erste Runde an ich hab Jonas. Ich habe halt so gerechnet, wenn es davon so 5 Staffeln gibt oder so. Nee, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln 4? Gibt es hier? Was steht hier? Gab 3 und jetzt wurde ganz vor kurzem noch eine 4. Irgendwie gemacht, die auch richtig Episode Scheiße. Guide. Season 5. Nee, 6. 6 ist jetzt, also es kommt jetzt die 6. Ja, noch. Kann ja sein, dass es halt erst 5 auf Deutsch gibt. Ich weiß nicht, ob du die auf Deutsch geguckt hast, vielleicht. Ja, hab ich. Yeah, ich hab mal was gewonnen. Krank. So, jetzt, Nur weil die anderen Leute mehr Fehler gemacht haben als ich. Ja, okay. Kommt die nächste Liste. Ich hoffe, Till ist jetzt nicht so allzu traurig. Ich hoffe schon. Denn ihr könnt schon mal die nächste Seite aufmachen. Oh, warte mal, ich muss hier noch was ändern. Ich hab wieder... Ein paar weiß ich da sogar. So, warte, ich muss euch noch Herzen geben. Ich weiß nicht eine einzige Sache.
Der unterscheidet sich. Meta, also da steht ja nach User. Nee, warte, was habe ich geschrieben? Achso, User. Nach ja, doch, genau, User Score. Ich habe es extra dick gemalt. Denn User Score ist, nee, da rot, kann halt jeder, der eine Review dazu schreibt, jede einzelne Person, alles wird auch angenommen. Ja, jede einzelne Review. Und die können bewerten, der User Score geht von 0,0 bis 10,0. Also von, also ja. Und es gibt immer eine Zahl nach dem Komma, so gesehen. Der ist also aber auch okay. Nicht, der muss nicht identisch sein mit dem Metascore. Nee, nee, nee. Metascore, okay. Das Metas ist zwar von der Seite von Metascore, also von Metacritic, okay. Aber da gibt es halt eine Kategorie, entweder Metascore oder Userscore. Und ich habe den Userscore. Also von ganz vielen Leuten, die halt. Also keiner von keiner offiziellen Jury oder so. Keine offiziellen Jury, das sind alles. Müsst halt gucken, wie Leute dieses Spiel bewerten. Okay. So, ich habe schon eine Antwort von Jonas Achso. bekommen. Achso, wir müssen schon antworten. Moment, worauf denn? Ja, für Rocket League. Achso, lol. Was ihr denkt, wie Rocket League von den ganzen Usern bewertet wurde, mit was für einer. Obwohl, darf ich nochmal zurückmachen, Alex? Ich hab ja, ja, von gehört. Mir aus. Ja, ja. Die, was keine anderen gehört. Ja, ja, hätte ich jetzt schon die Antwort von ihm anders, wäre es ja unfair, da hätte ich noch anpassen können, aber. Achso, ja, nee, ich habe eh noch keine Antwort von Nils, also von daher. Ich hab weiß erst... noch nicht, ob ich antworten soll. Achso, wir zwischen 0 und 10. Ja, also. Vielen Dank. Mit einer Kommazahl. Also 0,1, 0,2, 0,3, so in den Abständen wird das da aufgeführt. So, also haben wir die, gehen wir mal vom Schlechtesten. Jonas gibt dem eine 6,9, Till eine 7,5 und Nils eine 7,7. Und die Antwort beläuft sich darauf, dass der User-Score für Rocket League bei 8,1 liegt. Also Nils. So gut. Das heißt, Nils war sehr gut dran, hey, deswegen ist Nils der Erste. Nein, ich möchte nicht anfangen. Und was, wenn ich auch abgebe? Ja, ja, kann ja dann muss Jonas, anfangen. Ja, gut, also ja, von mir aus, also wenn du nicht anfangen also willst. Ab. Ja, dann fange ich halt an. Oder Phil will anfangen. Ja, ja, nee, ich fange schon an, alles gut. Dann weiß ich, so, jetzt ja, okay. Eine Sache vielleicht. Ich schätze mal, also warte mal, Till fängt an, wer ist dann Zweiter? Jonas oder was? Jonas, ja. Als ob du nicht anfangen willst. Ja, nee, ich will nicht anfangen. Hat sich ja eben na gut, auch dann haben wir halt so eine Reihenfolge, ist mir super. Wenn ihr euch da einig seid. Ich glaube, dass Witcher, ich habe es selbst nie gespielt, aber es war ziemlich beliebt, deswegen setze ich das halt höher als beliebter als Rocket League. Das stimmt. Also ganz ehrlich, wenn League of Legends nicht schlechter bewertet ist als 1,1, dann weiß ich es auch nicht, weil die Community da sicherlich so viel schlechte Reviews auch schreibt, deswegen unter Rocket League. Das ist natürlich korrekt, der kriegt nur eine 5,5, Alter. Das ist schon nicht so gut. Obwohl von Metacritic hat, glaube LOL, warte mal, League of Legends hat, warte, ich will mal wissen, was die Metacritic gekriegt hat. Das hat auch einen Score. Ja, meine Seite lädt nicht, mein Browser hängt einfach nach Mappen, Alter. Ah, hier. Also Metacritic ist ja mal von 0 bis 100 und User-Score ist halt mit diesen Kommazahlen von 0 bis 10. Und der Metascore, also ich so gesehen ist das eine 7,8 von Metacritic. Für LOL. So, wer ist dran? Nils, nächster. Ich, ne? Dann packe ich mal Minecraft, oder? Nehme ich Minecraft. Ah, Minecraft ist schlechter als Rocket League, aber besser als LOL. Schlechter als Rocket League und besser als LOL. Das ist korrekt. Krass, dass die User das so schlecht bewerten. Damit ist Minecraft auch aus der Liste weg. Minecraft Hate, Alter. Man kennt ihn. Damit ist ja, gut. Tilly Vanilli wieder. Oh, erstmal schön Tee. Tee? Ja, Mann. Türkischer Apfel. Weiß Türkischer ich gar nicht. Apfel. Irgendwas? Nee. Persischer Granatapfel. Ich setze Portal auf die 4. Was? Portal? War das nicht auch ziemlich Doch. Gut? Ja, das hat richtig Echt? Ich Bewertung dachte, eigentlich. Ja, ich dachte, das wäre noch besser. Portal ist der. Als 9,4? Also, wie gesagt, das ist halt nicht Metacritic, ne? Also, Metacritic, so. Da kann ich sagen, ist Portal, keine Ahnung, Top 10 irgendwo. Aber du hast ihn ja, jetzt auf die 4 gepackt. Ja, das und halt auch noch im Kopf. Ist korrekt. Lol. Okay. Aber ist. Aber das ist halt so ein Spiel, wo sich die Leute nicht drüber aufregen, einfach. Ja, was, da gibt's auch ja, nichts zum halt Aufregen, so. Spiel so ne? Und die sehen dann halt ein, dass sie zu Bei LOL kann man sich schon mehr. Eigentlich geht das durch die Liste nur, wo man sich am meisten aufregen ja. kann, oder die Leute. Da finde ich aber, dass Rocket League auch noch ziemlich hoch ist. Ich würde gehe ich erstmal online und gebe dem Also ich glaube, dass viele Leute Battlefield 1 ziemlich kacke fanden und deswegen will ich es sogar noch schlechter als League of Legends einordnen. Unter League of Legenden. Das ist falsch. Kriegst schon mal einen Herz weg. Also ich Schade. Weiß,
dass Hearthstone auch viele Leute scheiße finden. Meistens auch, wenn ich spiele. Mhm. Ja. Aber nicht so scheiße wie LOL. Das heißt... Deswegen würde ich es auf die 6 tun. Okay, und das ist richtig. Uff. Wie viel hat es? Alter. Ja, gut, ne? Ja, damit ist... Still wieder dran. Ja, ich trau mich mal an CSGO ran und setze das zwischen Minecraft und Hearthstone, also auf die 6. Mhm. CSGO auf die 6 ist richtig. Ui. Ja, okay. Aber ich sag mal so, war jetzt schon eine knappe Kiste. Hearthstone gleich nochmal rechts rauslöschen. Hearthstone und CSGO kommt raus. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Ja, ich probiere es halt nochmal mit Battlefield 1. Da die Lücke nicht so groß ist, setze ich es zwischen CSGO und Hearthstone. Ich weiß es nicht. Battlefield 1 zwischen was? CSGO und? Hearthstone. Battlefield 1 zwischen... Ey, das, du kannst mir nicht erzählen, dass das so gut gemeldet wurde von den Usern. Das wurde so gehatet. CSGO und Hearthstone? Oh. Ja, nee, das ist korrekt. Ja. Also so gut kann das nicht gewesen sein. So. Hallo, unten steht auch Company of Heroes, Leute. Ich muss mal runterscrollen. Oh, Junge. Du kannst auch oben an deinem Browser einfach den Zoom kleiner machen, dann hast du einen besseren Überblick. Oben rechts bei deinem Browser bei so. Ah, da. Ja, stimmt. Okay, also ist besser. Oh, Company. Bin ich dran? Jonas hat gerade eingeordnet. Ja, du bist. Ja, dann bin ich dran. Ja, Company of Heroes war halt. Keine Ahnung, ich hab's. Also, das ist so ein Spiel, was ich überhaupt nicht spielen würde. Aber ich glaube, das war. Ich meine, ihr kennt also, das haben ja die Leute gefeiert auf jeden Fall. Das hat Pete's mit. Das ist der erste geladen, Teil oder? Auch, ne? Es gibt ja noch Company of Heroes 2. Das ist der erste Teil. Boah, einer von den beiden war gut, oder nicht? Ich gebe dazu jetzt keine Auskunft. Mach doch mal bitte. Wenn es einsortiert ist, kann ich dazu was sagen. Ja, dann höre ich aufs Bauchgefühl und pack das auf die 3. Auf die 3. Company of Heroes auf die 3. Das ist natürlich richtig. Natürlich, Alter. War das zweite jetzt scheiße oder das erste? Nee, das zweite war dann geil. Beide sind geil. Oh. Okay. Ich habe davon nur mal irgendein Video bei Pizza gesehen, ich fand das überhaupt nicht geil. Ja, also für mich ist das auch kein Spiel. Ich habe das mal eine Stunde gespielt oder so, aber habe das wieder direkt deinstalliert. Ich habe sogar beide Teile, aber weiß nicht, es ist halt nicht so. Also ich muss Spiel sagen, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ja, dann ist doch gut, dass es jetzt schon einsortiert wurde, Jonas. Ja, Half-Life ist nicht da. Ja, aber das kennst du wenigstens. Ja, ich kenne das, aber ich habe es auch nie gesehen und nichts davon gespielt. Bei mir genauso. Deswegen setze ich Half-Life jetzt einfach mal auf. Achso, doch, ja. Nee, warte mal. War gerade vor. Ich setze es mal auf die 6 zwischen CSGO und Battlefield. Das ist leider nicht korrekt. Also, ich hätte es eigentlich besser eingeordnet, aber ich habe auch, wie gesagt, absolut keine Ahnung. Ich würde es einfach zwischen Company of Heroes und Rocket League packen. Company of Heroes und Rocket League? Das ist leider auch nicht korrekt. Damit ist Nils wieder dran. Komplett geraten. Wohin? Er hat es zwischen Company of Heroes und Rocket League gepackt und das nicht richtig. Ja, moin, da hätte ich es auch hingepackt. Ja, moin. Ja, dann packe ich es auf 2. Also zwischen Portal und Company of Heroes. Ja. Das ist richtig. Mann. Danke, Jonas. Sauber, Jonas. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was für ein Spiel ich euch noch gebe. Was fällt mir gerade so spontan ein? Ach, mir fällt gar nichts spontan ein. Wo ist meine Steam-Library? Oh nein. Oh. Wenn jetzt so ein Scheiß kommt, ne? Boah, ich weiß, was ich euch gebe. Boah, wie hieß denn das eine, was so übelst beschissen war, dann... Alter, ich glaube, ich weiß, was ich euch gebe, Alter. Oh ja, hier. Moment Sky. Das nächste ist das hier. Oh nein. Von mir eine glatte 10,0, bestes Spiel. Oh Gott, nee. Das kann nur League of Legends sein. Alles andere würde mich schockieren. Wir hatten gerade. Nee, Nils hat einsortiert. Das heißt, Till ist gerade dran. Oh nein. Boah, das ist ja das beste Spiel für Till, also unglaublich. So, ich weiß Chicky Towers, das ist so ein nice Spiel. Ich setze es auf die 8. Auf die 8 sogar? Warte mal, ich weiß gar nicht, was ist der Score überhaupt? Mal erstmal nachgucken auf der Seite. Das ist sogar auf die 8 ist Lava richtig. Mit einer 6,9. Oh, warte, ich hab Frechheit, Alter. Alles 6,0 ist zu gut für dieses Spiel. Oh, okay, jetzt muss ich nochmal meine Library öffnen. Was haben wir denn hier noch so? Was kann ich euch geben? Oh, hier.
Das ist noch gut. Da muss ich erstmal jetzt nachgucken. Kann ich das geben? Ja, das kann ich geben. Als nächstes gibt's nämlich Borderlands 2. Ui. Uff. Auch nicht gespielt. Ich weiß, dass der Hype darum, glaube ich, ziemlich groß ist, aber... Oh. Ja, wenn Alex und ich irgendwann mal Borderlands 1 fertig sind. Ich glaube schon, dass es gut ist, aber die Spiele, die ersten vier sind schon richtig gut. Mich würde es auch nicht wundern, wenn The Witcher sogar das beste, bewerteste ist. Glaube ich, oder? Auf die vier. Das ist richtig. Oh, oh nein! Ich bin alle... Junge. Nee, ich schon also dran, es war halt absolut geraten, da war wieder die größte Lücke, ne? So warte, ich muss nochmal mein Steam öffnen, das kann man noch... Oh, hier, das gibt's doch bestimmt auch. So, auf jeden Fall, der nächste... Zwei Herzen reichen nächste Runde auch, oder? Ja, würde ich fast sagen. Oh. Nidhogg? Junge, soll ich meiner Bewertung geben? Steht auch unter League of Legends. Boah, das ist hart. Ich bin dran, oder? Ach so. Ja, gut, nice. ich pack's auf die 5. Auf die 5. Das ist leider falsch. Scheiße. Och nö, wo mache ich es denn jetzt hin? Ja, ich glaube, es ist besser, aber weil die so eng sind dazwischen, das dann packe ich. Das ist Schmutz, Alter. Obwohl. Ah. Na gut, dann packe ich es auf die 7. Auf die 7 ist leider auch nicht korrekt. Da ist Jonas wieder dran mit Nidhogg. Pack das zwischen Tricky North und Hearthstone. Das ist korrekt, Junge, willst du mich verarschen? Ja, da war wieder die größte Lücke. Und das jetzt einfach immer dahin, wo die größte Lücke ist. Das ist ja insane, Alter. Das ist nicht mehr beabsichtigt, ich habe einfach irgendein Spiel in meiner Library gesehen und das genommen. Okay, was kann man noch, was kennt ihr denn noch so alle? Oh, hier, das kennt ihr bestimmt. Ja, das ist auch so ein Spiel, das ist ja vom Prinzip her so ein Spiel, wo einer immer upraged. So, und deswegen sind die immer scheiße bewertet. Genau wie bei League of Legends. Das kennt auch jeder von euch. Terraria. Oh. Okay. Alter, das würde von mir eine 9,5 bekommen. Oh, das ist aber schon. Das ist auch schon sehr hoch. Wer ist denn überhaupt dran? Nils. Ich bin dran. Ja, du hast eigentlich gerade die beste Situation. Du bist dran und hast noch ein Leben mehr. Das ja, heißt, das stimmt. Wenn die anderen nach dir auch alle verkacken, dann gewinnst du trotzdem. Ich habe gerade nur wieder zwei Lücken, wo ich es reinpacken würde. Ich gehe einfach mal danach, welche Lücke größer ist, deswegen packe ich zwischen Borderlands und Company of Heroes. Die Borderlands. Okay, die Attentive sage ich nicht. Borderlands und Company of Heroes, das ist richtig. Okay, die Alternative ich hätte es aber auch hingepackt. Also die Alternative wäre die 3 gewesen, aber da war mir die Lücke zu klein. Nämlich mit der 8,6. Oh, warte, da steht der Strich. Ja. So, okay, ich muss wieder meine Library öffnen und gucken, was ich noch so finde. Left 4 Dead 2. Und ich bin dran, ne? Ja. Ich pack's auf die 5, Rocket League und Minecraft. Also, wie gesagt, es kann inzwischen jeder Lücke sein, egal ob die, wie die jetzt hier sind. Ne? Okay, auf die pack ich's rein. Warte, ich hab mir noch gar nicht den eigentlichen Score geguckt. Okay. Aber damit ist Till leider wieder raus als erster, das ist natürlich sehr belastend. Schade Schokolade. Damit kriegt Jonas jetzt das gute Left 4 Dead. Nein, hat Nils eben reingelackt, dass er das Instant richtig angeht. Gab's das nicht mal irgendwann kostenlos irgendwo? CSGO und Battlefield. Ja, das glaubt, das gab's mal kostenlos. Nee, ich glaube den ersten Teil. Was hast du gesagt? CSGO hast du gesagt? Zwischen CSGO und Battlefield. Das ist leider auch falsch. Ich hätte es locker über Rocket League gepackt. Ja, also ich sag mal so, da kann man jetzt nicht so viel ragen, weil es nur ein Koop-Spiel ist. Das ist kein Gegeneinander. Ja, und es ist mit einer 8,4. Wäre es zwischen Terraria und Borderlands gewesen. Ja, es gab ja halt nur die. Okay. Und zwischen Borderlands und Rocket League auch nicht. So, und entweder ich pack's einen nach unten oder einen nach oben. Ja, also ich hab's halt einen nach unten gepackt. Okay, so. Das war halt meine Überlegung. So, auf jeden Fall jetzt die dritte Liste. Ich glaube, die wird euch am meisten Spaß machen. Ich hatte bisher keinen Spaß. Was? Du hast gewonnen? Wie kann man da keinen Spaß haben? Keine Gegner. Still noch hyped? Ultra-hyped, Junge. Ihr dürft mal umblättern. Was? Keine Ahnung, Alter, da bin ich raus. Vielleicht geht dann die Runde ein bisschen schneller vorbei, wenn ihr ein bisschen fehlt. So, auf jeden Fall. Wir haben hier die Liste. Genau, ihr müsst mir einfach eine Jahreszahl sagen. Alles klar.
3. Ich wollte das erst mit dem Jugendwort des Jahres von euch für euch machen, aber das Problem ist, das Jugendwort des Jahres gibt's erst seit 2008. Das wäre eine kurze Liste gewesen. Dann gibt's noch einen Satz des Jahres und ein Unwort des Jahres, aber ich habe einfach das normale Wort des Jahres genommen. Ich sag euch jetzt auch nicht, von wann ab das schon gilt. Auf jeden Fall, so, was haben wir denn hier für Antworten? Von alt nach neu, Nils sagt 2002, Till sagt 2013 und Jonas sagt 2015. Und die Antwort ist Foodburger, Alter. Ist 2010. Deshalb darf, warte mal, Till entscheiden, wer anfängt. Wenn du selber anfangen möchtest. Jo, ich fange an. Gut, dann als zweites Jonas oder was? Oder willst du ja. Nils den Vorrang lassen? Ich möchte als zweiter. Also Till, Jonas, Nils. Dann passt ja die Reihenfolge hier schon mal. Ich glaube, damit ist Nils auch schon ganz zufrieden. Das ist mir so scheißegal. Ich sage, Heißzeit ist neuer. Ich bin froh, wenn ich da irgendwas richtig mache. Heißzeit ist neuer. Ja, also, okay, von allen Worten, die da stehen, ist das Wort, was ich nicht genommen hätte. Also, aber Heißzeit ist korrekt. Ach, neu kommt nach unten. Okay. Ja, neu ist unten. Ja, alt ist dann oben. Millennium ist auf jeden Fall... Ey, halt dein Maul, das fand ich auch... Was hast du gesagt? Älter als alles, was da steht. Mann. Oh, das kann man so unterschreiben. Ein mieses Stück Scheiße. Ich wüsste, wenn ich das Wort nicht sehen würde, nicht mal, wie man das schreibt. Ich wusste nicht, dass man das mit Doppel-N schreibt. Natürlich. Ja, keine Ahnung, ey. Wann benutze ich dieses Wort mal in meinem Leben? Weiß ich nicht. Ja, komm, Nils, da sind aber noch ein paar einfache. Meinst du? Ja. Okay, Flüchtlinge... Also du kannst teilweise von den meisten... Flüchtlinge auf die 5, Alter, Maul. Flüchtlinge, ja, das... Ja, zum Beispiel, Alter. Aber das sind noch die einfachen. Ich habe schon die absolut idiotischen Wörter noch gar nicht mit reingenommen. Also falls ihr bis dahin kommen sollt, dann kriegt ihr die erstmal. Ich bin dran. Ich nehme Tschernobyl älter als Millennium. Tschernobyl älter als Millennium. Ja, wer hätte es gedacht? Ich würde gern Abwrackprämie auf die 4 packen. Ah, auf die 4. Warte, ey, Mann, sag mir mal zwischen welche zwei Wörter, sonst muss ich mal gucken. Abwrackprämie auf die 4, Millennium. Zwischen Millennium und Wutbürger. Bei der Abwrackprämie hast du gesagt, ne? Das ja. Ist korrekt. Kann man mal so sagen. Wann gab es die Abwrackprämie, Jonas? 2008. Falsch, 2009. Also vielleicht war es 2008. Und dann ist es 2009 das Ding ins Wort geworden. Das kann dann sein, tue ja. Ich Bundeskanzlerin auf die 3. Ah, fuck, das wäre auch mein nächster Guess gewesen. Bundeskanzlerin auf die 3, ja, das ist natürlich Mock, du musst rechts auch noch Flüchtlinge rauslöschen. Warte, ich komme immer nicht so schnell hinterher. Bundeskanzlerin. Ja, ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen. Drei Stück haben wir noch. Flüchtlinge müssen besser Wessi, Teuro und Ellenbogengesellschaft, so, Alter. Mit besser Wessi und Teuro kann ich gar nichts anfangen. So, da habe ich noch nie gehört. Also... Besser Wessi, das kenne ich aber irgendwoher dazu. Ne, habe ich nie gehört. Ja, weil das eigentlich Wutterwässer ist, so Mongo. Ja, gute Frage, ich sage... Noch habt ihr ja kein Leben verloren, also ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Besser Wessi auf die 2. Auf die 2. Das ist korrekt. Null. Ich glaube, Till kennt sich auch. Ja gut, ich hab halt gedacht, dass es so zur Wende rum war. Nein, immer ja, diese Teuro, schon. Jonas. Ja, hatte ich sowieso vor. Ich finde Teuro gar nicht so schwer. Ich denke mal, dass das war, als der Euro eingeführt wurde, weil man damals Angst hatte, dass dadurch halt alles teurer wird oder so. Okay, das kann sein. Und war ja letztendlich auch so. Und deswegen müsste das so 2001, 2002 gewesen sein und deswegen packe ich es zwischen Millennium und Bundeskanzler. Korrekt, das ist die einfachste Überlegung. Deswegen, ich dachte eigentlich, Teuro wird als das erste damit. Ja, der Rest war halt auch nicht schwieriger. Eingeordnet. Ja, du willst, dass er Teuro nimmt, ja. Gerecht. Das kann halt immer sein, so. Auf die 7. Warte mal, ich hab gerade... Alter, ich hab einen Fail gemacht. Oh. Nee, warte mal, ich hab nur einen Zahlendreher drin gehabt. Das hat sich auf nichts ausgewirkt. Hätte nur einen Zahlendreher. Deswegen war ich gerade ultra verwirrt. So was, Nils war dran. Wo hast du es eingeordnet? Auf die 7. Auf die 7. Also zwischen da. Das ist falsch. Oh, warte, da habe ich fast ja, Jonas. Ja, zieh ruhig Jonas ab. Habe ich gerade was gefailt.
Ja, Till. Boah, Junge, weil ich sag jetzt, weil du gerade da oben mega verwirrt ja, ich hab mir einfach die allgemeine Liste angeguckt, also ich, es hat nichts damit zu tun. Das war jetzt keine. Okay. Ich hab mir einfach nur. Ich hab mir auf die Wikipedia-Seite, wo das steht, da geht's nämlich erst ab 1971 los. Und als ich dann da was mit 60er Jahre stehen hatte, wurde ich kurz stutzig. Also, das war nicht, weil ich da gerade oben irgendwas rumgeguckt habe. Nils hat es eben auf die 7 gepackt, ne? Ja. Also es kann trotzdem überall sein. Pack ich das mal auf die 5. Ja, das wäre auch mein nächster Move gewesen. Ja, ist auch falsch. Oh. Also ich muss, also ich habe halt absolut keine Ahnung, ne? Das ist halt wirklich so ein Wort, was irgendwie zeitlos ist, halt so. Weil ich finde, die anderen kannst du halt immer noch mit irgendwas connecten. Wie gesagt, also das Wort des Jahres ging los von 1971. Ab da ging's los. Für euch. Nochmal zur Info. Ja, das... Aber da die ersten Jahre wurde nicht jedes Jahr eins gekürt, also da sind teilweise Lücken drin. Warum? Also es gibt so, es, das kannst, wie gesagt, du kannst es ja immer mit irgendwas connecten, die ganze Sache, die ganzen Sachen, die da stehen. Ja, aber da hatte ich auch keine Ahnung. Flüchtlinge kannst du connecten mit Flüchtlingskrise, Wutbürger. Da steht sogar immer eine Erklärung hinter. Ja, Abwrackprämie kannst du connecten mit Wirtschaftskrise. So, und Ellenbogengesellschaft kann ich mit nichts connecten, was mir so auf Anhieb einfällt. Ich muss mir mal durchlesen, was da die Beschreibung ist. Oh, pff, Junge. Kann ich euch da gleich mal vorlesen, was da steht. Ich würde es einfach, weil da auch wieder eine ziemlich große Lücke vielleicht... Ja, ja. Wann hast du gesagt, ging das los? 1971, ne? 1971 ist das erste Wort, was ich euch auch könnte geben. Eine große Lücke, aber ist das so alt? Ich pack's mal auf die 2. Auf die 2. Gatling. Also zwischen West und Millennium. Ist leider Wronk. Ich muss auch gamblen. Und ich glaube, Till war auf einer guten Spur. Ich glaube, Alex war wirklich verwirrt. Deswegen packe ich das vor Tschernobyl. Das ist richtig. Aber ich war nein. Aber ich war trotzdem nicht deswegen verwirrt. Ich habe mir die Liste wirklich angeguckt. Und weil es da erst ab den 70ern losging und ich da was mit 68 steht. Junge, ja okay, dann hast du jetzt vielleicht Glück gehabt, aber das war, ich war nicht deswegen. Nee, aber ja, doch, vielleicht kann man das auch mit connecten, weil 82 nicht immer diese komischen Proteste da. Hier steht, steht für den Vorwurf der SPD an die neue schwarz-gelbe Regierung, sozial Schwache zu benachteiligen und den Egoismus in der Gesellschaft zu fördern. Ist die Erklärung. Das sage ich dauernd. Das nächste Wort ist das hier. Was sind das für Wörter, Mann? Boah, wer war das denn? Ich sag ja, die ja, behinderten das, Wörter das kommen erst. Das ist theoretisch noch. Was, wenn du weißt, mit wem du das connecten kannst. Ich hab nicht so ein gutes politisches Allgemeinwissen. Die meisten Wörter sind echt voll immer politisch, das ist krank. Aber ich weiß nicht, warte, ich muss mir das mal durchlesen. Wieso was sollen das auch sonst für Dinge ja, sein? Ja, stimmt. Schwarzgeldaffäre hört sich schon sehr politisch an. Das wer ist überhaupt dran? An. Nils hat eingeordnet, Till. Ich, aber ich weiß nicht, was die Schwarzgeldaffäre ist. Jo nicht. Jo nicht. Eine Affäre mit Schwarzgeld. Ach so, ja, dann kommt das natürlich auf die... Und ist jetzt richtig, wer wäre krank? Es ging um illegale Spenden. Junge, ganz klar, die 3. Jetzt ist ganz klar, ja. 3. Kann jetzt ja eigentlich nur 3 sein. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, welches Jahr das ist. Auf die 3, 3 ist falsch. Ja, dann ist ja ganz klar, wo es hinkommt. Also. Nämlich... Achso, Jonas. Ja, Jonas, wo ist es klar? Also, ich glaube, wenn es nach 2005 wäre, hätte man das präsenter. Dann ist doch nicht so klar, wo ich es hinpacken würde. Junge, Alter. Pack mal auf die... Also ich glaube nicht, dass das unter... Also unter Merkel war es, glaube ich, nicht. Weil normalerweise überlebst du sowas ja nicht, dann vielleicht sogar... Aber davor war eigentlich auch nichts. Schröder. Bah. Das ist übrigens witzig. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Örtchen bei uns kennt. Haus Escher, da gibt es noch so eine Kneipe und da kommt immer Gerhard Schröder hin und trinkt einfach Bier. Ja, und dann wird das Ding da so ein bisschen abgeriegelt, dann kommen da so zwei Bodyguards und dann stellt er sich. Säuft er sich die Hucke voll. Ja, aber alleine. Ich würde mal. Wolltest du es eben auf die 3? Also ich glaube, es ist gar nicht schlecht, so die Gegend. Ich hätte es eigentlich auch auf die 3 gepackt. Ist jetzt die Frage drüber oder drunter. Du packst es jetzt auf die 11. Auf die 9 würde ich es packen. Nee, ich pack's auf die 4. Auf die 4, das ist korrekt. Echt? Gott sei Dank muss ich die Scheiße nicht einordnen. Gib mal was Einfaches, Ale. Nee.
Ey, warum nicht? Ich muss erstmal gucken, was es sonst gibt. Es gibt doch eh nichts Einfaches mehr, oder? Eigentlich gefühlt echt. Ja, Junge, ich sag euch mal so, weißt du, was das Wort des Jahres 2001 war? Der 11. September. Junge, ich glaube, das gebe ich euch jetzt. Das gebe ich euch jetzt. Junge, ich gebe dir. Das hätte ich gewusst. Ah, hier, das kriegst du. Das ist gut. Oh lol, das ist ein bisschen falsch formatiert. Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Politikverdrossenheit, das ist genau dein Thema. Junge, ich habe Politik gehasst. Ja, dein Wort. Verdrossenheit, habe ich auch noch nie gehört. Ja, das bist du, wenn du Politik hast. Boah, auf die 5. Auf die 5 ist falsch. Danke. Auf die 6. Auf die 6 ist auch falsch. Bis leider habe ich bin raus. Scheiße. Ey, Mann. Till, das tut mir richtig leid. Scheiße, ja. Das ist aber auch echt Kategorien, ey. Oh, jetzt ist der Typ auf dem Pott, Alter. Ich bin aber auch mal ganz kurz weg. Boah, Jonas. Er kann verkacken, Nils. Du musst es richtig einhauen. Ja, auf jeden. Hast du jetzt schon mal zwei Lücken, wo es nicht reinkommt? Und ich sag mal so, zwischen Millennium und Schwarzgeldaffäre kommt auch nichts mehr. Und du weißt, dass zwischen Teuro und Schwarzgeldaffäre auch nichts kommt. Danke. Hier sogar noch eine Lücke gespoilert, Alter. Wo ist der Typ denn jetzt? Ja, scheiße gegangen. Aber hier sind alles nur noch Kackwörter, Alter. Jojo, sorry. Ich war nicht da. Du bist dran, mit Politik verdrossen. Till ist raus und ich hab's falsch gemacht. Also ich weiß nicht, wo er es eingeordnet hat, weil ich grad nicht da war. Ich hab's auf 5 Vorteil. Hä, ich hab's aber auf die 5 gepackt, ne? Ist ja jetzt nicht, normalerweise bist du ja da und würdest es also ja. Also ich kann euch sagen, dass das noch nicht so alt ist und deswegen packe ich es auf die 9. Echt? Ich hätt's viel älter geschätzt jetzt. Das ist falsch. Aber es ist, glaube ich, trotzdem noch nicht so alt. Alter, als Hilfe, Nils. Aber ich hätte es auf die 3 gepackt. Komplett falsch sein. Ich hätte es auf die 3 gepackt. Scheiße. Ja, aber das habe ich noch nie gehört, das Wort, Jonas. Ja. Wirklich noch nie. Ja, also kennst du das nicht? Oder weißt du nicht, was das ist? Ja, Verdrossenheit ist ja sowas wie, dass man abgefuckt von dem Scheiß ist, oder nicht? Ja, dass die Leute nicht mehr wählen gehen, weil sie glauben, dass das eh nichts bringt. Und ja, genau. Sich deswegen nicht mehr für Politik halt interessieren. Ja, das glaube ich. Also, ich dachte, das. Also, kann halt auch sein, dass ich gerade. Also, das ist ja schon seit. Das ist gefühlt seit Jahren schon so. Mir ist nie klar gewesen, dass es dafür ein Ben ein ganzes Wort gab. Ja, doch, das Wort kennt man doch, oder? Nee, ich kenne das echt nicht. What the fuck, Alter? Verdrossenheit, das Wort kenne ich, aber nicht Politikverdrossenheit als ein Wort, so, keine Ahnung. Kannst du gefühlt alles vor Verdrossenheit packen? Ich pack's einfach auf die 3, keine Ahnung. Die 3 ist richtig. Ja, moin, Alter. Nämlich, kannst du mir bitte den Kontext erklären? Da zur Erklärung steht, zunehmende Unzufriedenheit und Skepsis der Bürger gegenüber der Politik, ihren Vertretern, Institutionen und Ergebnissen. Wow, das ist halt das eigentlich die Erklärung des Wortes. Was ich jemals gehört habe. So, auf jeden Fall hier. Ihr kriegt jetzt... Junge, Jonas macht bitte einfach falsch, Alter. Ich ja, stimmt, mehr. Wenn Jonas jetzt falsch macht, hat nichts gewonnen. Umweltauto. Oh, shit. Hey, das kenne ich aber. Wie, das kennst du? Das sag mir was. Echt? Ja, also besser mehr als Politikverdrossenheit. Ich hätte jetzt gesagt Politikverdrossenheit, hätte mir mehr gesagt als Umweltauto. Also, das muss auch älter sein. Weiß ich nicht, weil ich glaube, heutzutage sagt das keiner mehr. Nee. Umweltauto, oder? Und heutzutage sagt das keiner mehr. Ich finde auch, vielleicht hätte man die letzten Jahre immer so ein bisschen mitgekriegt. Du musst jetzt, es entscheidet sich nach deiner Antwort, wer jetzt hier gewinnt. Oh, oh. Steht jetzt 1-1 schon, so gesehen, weil Jonas hat eine. Ich so, Nils hat eine Liste. Ich hab meine Weltauto, Alter. Da bin ich mir sogar. Ach ja, ich darf jetzt auch googeln im Prinzip, ne? Du kannst von mir aus googeln. Solange du nichts sagst. Ich bin mir fast 50% sicher. Fast? Fast 50%. Sagen wir 48%, dass ich das richtig einordnen würde. 48%. Also es. Schreib mir mal, wo du es einordnest, Nils. Hast du die Seite, Till? Kann ja, ich dir auch schicken. Ich bin drauf. Da würde ich es hinpacken. Ist doch bestimmt eine Wikipedia-Seite, oder? Ja. Ich kann ja nicht drauf reagieren. Nee, du darfst nicht drauf reagieren. Nee. Ist ein bisschen unlucky jetzt, sagt er. Das ist richtig. Erhöht ja auch nicht den Druck dann oder so. Auf keinen Fall. Keine Ahnung, ich hätte es auf die 2 gepackt. Ist das deine endgültige Antwort? Ja. Ich weiß halt nicht. Das ist leider.
Umwelt-Audio. Das wäre auf die 1 gekommen. Hier. Oh. 84, ja. Schlecht formatiert. Nee, ich hätte es vor Ellbogensilchock geknallt. Also noch eine höher. 1984. Ja, also ich hab gedacht, vielleicht ist das auch wieder so mit den. Ich hab Till 0 geschrieben. Was? 0? Achso, 0. Ach, ja, ganz 0, nach oben, quasi, oder was? Ganz nach oben, noch vor Ellbogen. Ja, die Beschreibung ist einfach nur Diskussion um die Verpflichtung, Autos mit Katalysatortechnik herzustellen. Ja, ich hätte euch jetzt nicht Jamaika aus oder so geben können, das wäre ja zu. Wohl Flüchtlinge war auch schon eigentlich easy, aber. Geil, finde ich auch hier 1980. Finanzkrise 2008, ich hätte euch niemals Finanzkrise gegeben. Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Ja, das wäre okay gewesen. Geil finde ich auch hier 1980, Rasterfahndung. So, auf jeden Fall hat Jonas eine gewonnen und Nils zwei, Till leider keine. Damit hat Nils das gesamte Game gewonnen. Ja, ich hoffe, wir sehen Till nochmal und er ist jetzt nicht zu sehr gekränkt. Nee, gekränkt, nicht. Alter, ist nicht heiß. Es ist heiß, glaube ich. Ja, weil, ja, gut. Hashtag MeToo. Let's go!